Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm. Liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht mal wieder weiter hier bei uns im vierten Zyklus auf der Suche nach Teilen, hier, wie heißt das? Siegelfragmenten und dem uralten Bleisiegel. Auf dem werden wir dieses Mal rumhacken, denke ich. Schauen wir mal. So, ja, wir sind hier weiterhin beschäftigt. Versuchen immer noch die Pakete hier zu machen. Ich muss aber sagen, wir haben ja jetzt, ich glaube, diesen gesamten Zyklus ist das ja, glaube ich, die vierte Stadt oder so. Und wir spielen hier alles auf Veteran, also eine Schwierigkeitsstufe höher als die letzten Zyklen. Und eigentlich kommen wir ganz gut parat, oder? Also es klappt noch alles einigermaßen gut. Es ist natürlich jetzt nicht mehr so einfach, das stimmt schon, das merkt man auch hier und da. Vor allem in der letzten Runde. Aber man kommt noch aus und wir benutzen nicht mal das ganze Wasserzeug. Ja, das muss man auch sagen. Also wir versuchen das ohne das Wasser. Zumindest noch. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Feldfrucht brauchen wir jetzt noch. Habe ich da alles für da? Ja. Sturm ist da. Alter, was ist jetzt los, Mann? So, machen wir das. Müssen wir die Holzfäller gerade mal ruhen lassen. Das hilft ja nicht. So, wir können nochmal hier gucken. Ja komm, einmal Fleisch geht weg. Einmal das geht auch weg. Da haben wir schon drei Handelswege durch. 10 brauchen wir, dann haben alle Häuser einen Platz mehr. Das ist nicht zu verachten. Das muss man sagen. So, ja, jetzt hat niemand was zu tun. Das Problem ist, wir haben keine Baumaterialien. Insbesondere Bretter. Ja, Leute, macht halt endlich mal Bretter. Ja? Ich habe da schon 3 Leute drin. Also es geht auf jeden Fall voran. Hier kann ich vielleicht noch einen. Ja, einen mehr geht nicht. So, hier werden jetzt Feldfrucht gemacht. Brauchen wir aber sowieso noch ein paar mehr. Müssen halt nur gucken. Ja, hier hätte ich jetzt gerne mal Leute drin tatsächlich. Machen wir jetzt auch. Scheiß aufs Holz. Ah, es kommen ja gleich eh noch neue. Kommen wir gleich eh noch neue, alles gut. So, die Menschenhäuser sind ja fast schon fertig. Aber wir brauchen auch noch. Ach nee, da haben wir hier das, ne? Ja, ja. Da haben wir hier das. Da kann auch einfach jetzt einer noch hier rein. Und hier rein. Eva doch nix machen, ja? Ehe sie sich die Beine in den Bauch stehlen. Sieht man eigentlich, kann man die anklicken? Nee, aber nicht. Okay. Hier werden auf jeden Fall Beeren gemacht. Wir haben das Pflanzen von Feldfrüchten ist schneller. Das ist ja nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Kräuter und pro produzierter Menge. Ja, ist generell okay, aber das ist auch ganz geil. Freizeitbedürfnis. Freizeit ist hier diese Bierdings, ne? Brauchen ja nur die Menschen. Daher würde ich sagen, wir nehmen mal das hier. Müssen nur darauf achten, dass wir dann auch wirklich Mehl machen. Wäre dumm, wenn nicht. So, weiter Feldfrucht, weiter Feldfrucht. Und dann brauchen wir noch 2 Proviantpakete. Lagern sich hier wieder alles ein, ne? Geil. Okay, ach so, Holzfäller. Los, ihr müsst wieder ran.
Ran, ran, ran. So, Bretter werden jetzt gemacht. Das sieht ganz gut aus. Und dann brauchen wir auch noch Komfort. Das sind die grünen. Ne? Brauchen wir sowieso irgendwann. Hier brauchen wir jetzt allerdings 10. Oh Gott, wohin? Können wir auch direkt noch den Garten hier dazu machen. Und nochmal 2 Fässlis. Machen wir das so. Jetzt haben wir auch fast keine Obdachlosen mehr. Handpakete kommen. Genau, die 3 Paketnummer haben wir dann durch. Hier müsst ihr jetzt 3 von 10, jawohl. Ja, Bären kriegen wir jetzt auf jeden Fall viele. Ist ja nicht verkehrt. Ist ja nicht verkehrt. Die erste gefährliche Lichtung kommt jetzt auch demnächst. Das hier können wir auch easy machen. Wir werden den auf jeden Fall retten. Müssen wir gerade durch einen Fuchs austauschen. Dann haben wir jetzt gerade einmal kein Bild, wobei er soll das hier gerade noch fertig bauen. Verringert nämlich wieder die Feindseligkeit des Waldes. Ach, der Fallo für Mai, was machst du hier? Der hat für uns die Schmiede im Angebot, was ja nicht so verkehrt ist. Nur gerade gucken, wir haben noch nichts, was... Ja, wobei doch, wir haben den Tischler... Der kann halt Werkzeuge machen auf Level 2. Ha. Was hat er denn noch? Der würde halt Rohre brauchen wir aber nicht unbedingt. Und Handelswarenpakete eigentlich auch nicht. Außer wir wollen hart handeln. Das will ich jetzt nicht. Kupfer wäre jetzt nicht allzu verkehrt. Das hier ist auch geil. Das ist auch geil. Nehmen wir das mal mit, verkaufen ihm noch Holz. Das nehmen wir dann mit. Ja komm, dann nehmen wir die Kupferproduktion auch noch mit. Ey, was soll denn das, oder? Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, was ich ihm verkaufe dafür. Ja, da können wir Kupferstraßen machen und wir müssen Kupfer wahrscheinlich auch einschmelzen. Aber wie kriege ich jetzt noch 18 beziehungsweise 12 Gold? Ich glaube, das können wir knicken. Das ist ja nicht, was ich ihm großartig verkaufen sollte. Die Pakete brauche ich halt alle. Ja, mei. Ich glaube, da lassen wir es einfach mit dem Kupfer. Die beiden Sachen sind ja schon ganz gut. Wir müssen halt nur mal gucken, bei den nächsten Bauplänen, dass wir das auch einschmelzen können. So, jetzt dürfte eigentlich niemand mehr obdachlos sein gleich. Yes. So. Dann mach du das mal. Proviant? Wird das schon gemacht? Ah, jetzt. Plus 1 Stoff, plus 1 Getreide. Nice.
Neuer Bauplan. Okay, da gucken wir mal. Also, wir brauchen. Nein. Brauchen. Nein, nein, nein. Ach du Scheiße. Wollen wir noch die kleinen Farben? Wir brauchen Mehl. Scheiße. Das ist doch alles gequirlte Scheiße. Warten wir erstmal, was wir jetzt hier noch so finden. Okay, hier haben wir, glaube ich, einen Tempel. Das ist nicht allzu scheiße. Dann haben wir hier, was ist das denn eigentlich? Oh nein, das gibt Blutblumen, wenn wir es nicht machen. Das hier können wir einfach machen. Belastet die Dorfbewohner schwer. Minus 10 auf Menschenentschlossenheit. Können wir ohne irgendwelchen Einsatz machen. Würde ich auch machen. Aber machen wir es gleich. Müssen wir gleich mal gucken. Verwurzelt. Hier haben wir ein großes Gemüse und großes Fleischvorkommen. Aber das große Trapper-Lager haben wir, glaube ich, nicht zur Auswahl, ne? Nee, natürlich nicht. Wir hätten den großen das Nahrungssammellager hätten wir. Scheiße. Das nervt mich jetzt alles schon wieder sehr. 10 Menschen. Ein bisschen Kleidung. Bier. Schenke. Bierproduktion. Ich weiß nicht, ob wir Bier produzieren, ehrlich gesagt. Brauche ich auch die kleinen Farmen für. Tja, was tun? Also Freizeit ist auch nur von den Menschen gewünscht, ne? Der Rest will Luxus oder Schlägerei. Oh, das. Das. Auch wieder nervige Aufgaben. Nicht so cool, nicht so cool. So. Ja. Was haben wir hier? Hier haben wir Steinmetz, große Büsche. Okay, das könnte uns die Nummer schon mal hier vereinfachen. Große Büsche. Soll ich den nehmen? Ich habe ja unten auch großes Gemüse. Also ist nicht. Bären haben wir eigentlich genug. Ich warte noch. Was haben wir hier? Bretter, Schrimps, was ist das hier nochmal? Jetzt 10 Kupfer, jetzt 30 Holz. Das ist zu dieser Öffnung, ja, ist eigentlich nicht so scheiße. Beim Kupfer. Bräuchte aber 10 Bernstein und irgendwas höheres, was wir nicht haben. Was wir auch gerade, glaube ich, nicht bekommen. So wie das aussieht. Hier sieht gerade auch noch nicht allzu gut aus. Da brauche ich mal Steine noch. So, warten. Wo kriege ich denn Steine her? Hier kommen manchmal Steine raus, oder? Oder gar nicht. Crazy nicht. Aber hier. Warte mal.
Hier kommen noch Steine raus. Ja, zu 50%. So, der ist fertig. Das heißt, das gibt ein bisschen Aesthetics. Ach Gott, ey, ich weiß nicht, wo es hin tun soll. Wir sollten hier mal langsam anfangen. Hier, Louis. Wie sieht es an der Bretterfront aus? Da können wir jetzt mal wieder einen rausnehmen. Achso, warte mal. Feldfrucht können wir auch stoppen jetzt mal. Proviant ist jetzt die Frage, ob ich noch Proviant weitermache. Für die Handelswege brauche ich die halt, ne? Das heißt, wir machen doch, glaube ich, noch weiter Proviant. Ich brauche auch schon wieder Baumaterialienpakete tatsächlich. Diese, ach so. Sorry. Hälfte. Die Frage ist, ob ich hier direkt noch eine Plantage hinhaue. Why not, ne? Ehe das da brach liegt. Wir haben auf jeden Fall Beeren ohne Ende. Komfort. Hier kommt aber noch Komfort dazu. So, das gibt Entschlossenheit, drei Menschen und Teile, sehr gut. Hä? Wieso sind denn jetzt, wieso ist denn jetzt das wieder hochgegangen eigentlich? Ich kann nicht verstehen, ich kann nicht verstehen. So, wer ist denn hier eigentlich obdachlos? Drei Menschen. Ja, jetzt ist ein weiterer Bauplan da. Ach du Scheiße, ey. Ich überlege gerade. Wurzeln. Noch keine Wurzeln. Ich kann kein Bier brauen ohne die. Ach Gott, ey. Was haben wir hier? Das ist das Zusammenhaltsding.
Was ist das hier? Für jeden zweiten Ungeduldspunkt, der letzte Mal geschossen hat. Nee. Jedes Mal eine neue Richtung. 5, 5, allgemein entschlossen hat. Dafür soll die Holzlange und mindestens zwei Richtungen. Verstehe ich nicht. Neue Leute, 4 gegen 5. Hier sind nur die Waren besser. Aber egal, ich brauche Leute. So, haben wir zwei Menschen frei? Yes. Entschuldigung. So. Hier müssen wir jetzt auch langsam anfangen. Die Frage ist, was wir tun. Wir können eigentlich nichts machen, ne? Wir müssen jetzt warten, bis wir hier den Stein irgendwie kriegen. Daher beeilt euch mal ein bisschen. 50% Chance. Boah, auf gar keinen Fall. Ein Teil können wir mal verkaufen. Wenn wir einen dritten Holzfäller langsam an den Start kriegen. Der sich vielleicht hier mal ein bisschen drum kümmert, dass wir uns nach links ausweiten. Hier würden wir Weihrauch bekommen und Tee. Das ist aber auch wurscht, das brauchen wir alles nicht. Wir müssen ja das machen. Was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Ich wüsste gerade nicht, wo ich diese höheren Waren herkriegen sollte. Pastete 3. Pastete 3, Fleischspieße 2. Schund. Brauche ich halt Mehl. Ich habe kein Mehl. Ich mache da jetzt schon mal einen hin. Weil das bringt nichts, das ist dann länger aktiv. Das geht erst, wenn wir jetzt wirklich 30 Holz haben. Stein haben wir. Okay, dann kann ich ihn doch machen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Dann kriegen wir jetzt diese Totems da, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Nee, 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 nee. Lass mich mit dem Stein in Ruhe. Aber dann kriegen wir wenigstens auch was Geld. Da können wir einmal da unten resetten. Hier ist auch fertig. Gibt nochmal 4 Leute. Geil. Okay. Jetzt haben wir wieder Obdachlose. Und zwar 6 Menschen. Sehr viele Menschen hier. Und jeweils eine. Warte mal, reicht es doch theoretisch, wenn wir ein Echsenhaus bauen, oder? Mal schauen. Das sollten wir vielleicht doch jetzt schon machen. Dann haben wir den Tempel nämlich aktiv. Kostet jetzt nicht so viel. Was ist das hier eigentlich? Wow, 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 was passiert hier? Fertigkeit ist vorübergehend erhöht. Solange ich hieran arbeite, oder was? Alter, wir haben 3 Baupläne, ne? Das muss jetzt mal weitergehen hier. Wow.
Oh nein, es geht nur. Ach, das ist das. Okay. Dann direkt wegmachen das Teil. Los, Beeilung. Der Effekt steht hier unten aber nicht. Jetzt ist noch so ein Ding erschienen. Gerade keinen frei. Beeilt euch halt! Mindestens noch zwei so eine Dinger entstehen. Ja, du sollst untersuchen, du Knallkopf, ey. Das ist auch schon wieder alles nervig. Warte mal hier, einen Haken, Baumaterialpaket. Why not? Wieso mache ich das echt noch? Und das können wir auch machen. Och Mann, langsam nervt's. Langsam ist der Wald sehr, sehr böse. Der Sotur ist da. Der Sotur ist da. Was hast du für mich? Aha. Weinproduktion. Hier ist wieder die Kupferproduktion. Verkürzt den Sturm um 15%. Finde ich nicht verkehrt. Also ich werde auf jeden Fall einiges handeln können. Frage ist, machen wir Wein? Eigentlich ist es, liegt es auf der Hand, weil wir massig Bären haben. Theoretisch müssen wir in die Weinproduktion rein. So, dann würde ich aber gerne die Kupferdings auch noch kaufen. Bin ich hiermit gleich fertig? Ich bin vielleicht 20 Gold. Reicht aber, glaube ich, nicht von der Zeit her. Soll ich noch was kaufen oder nicht? Ist jetzt die große Frage. Tatsächlich könnte ich auch ein paar Teile verkaufen, glaube ich. Wir haben sehr viele. Dann machen wir den Sturm kürzer. Den Sturm kürzer, was soll denn das? Kupfer, ja. Ja. Wäre ganz nice. Was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? Ach Gott, die machen Pflanzenfaser an die Trottel. Wir brauchen immer noch Mehl. Wir müssen jetzt hier mal. Ach so, ja, warte mal. Wir brauchen 10 Gold. Wobei wir kriegen gleich 10 Gold. Nee. Also, wir brauchen Mehl, dringendst. Wein wäre okay. Wir müssen Kupfer einschmelzen können. Jetzt ist wieder so ein Viech entstanden hier. Sind die bald mal durch, Alter? Mann, wie lange dauert die Scheiße denn bitte? Was haben wir hier? Einen Handelsweg brauchen wir noch. Uno. Ja, hier, rein damit.
Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Was haben wir hier? Die Feindseligkeit für jeweils 20 Sekunden. Ah, Warenopfern. Das ist ganz geil. Und das hier war gerade Schriftrollen. Die wird für jeweils 2 Dorfbewohner mit Frieden bewirken und verringert sich die Feindseligkeit um 10. Nach Bildung. Tja. Verschieben kann ich das Gebäude ja nicht. Bedürfnis nach Bildung oder? Nee, Schriftrollen liefern und Bier liefern. Gibt das Forum Romanum und Schriftrollenproduktion. Loyalität. Die Loyalität. Keine Ahnung, das ist beides wieder Schund. Das ist beides Schund. Werde ich wahrscheinlich auch beides einfach nicht erfüllen. Bildung will kein Mensch. Das ist doch Religion, oder? Das hier? Ja. Religion. Das heißt, dafür bräuchten wir Weihrauch. Bildung will tatsächlich hier einfach niemand. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, das hier können wir auch einfach ausmachen. Beziehungsweise sie können die, ja, das ist eigentlich auch egal alles. So ist es jetzt mal hier, ey. Meine Güte. Finally, we got it. So, dann ist hier aber noch einer. Wo ist mein dritter Holzfäller? Da. Alter, wir sammeln hier die Baupläne, ne? 4 Stück sind da unten aktiv. Aber ich will den einen noch einmal resetten. So, jetzt können in alle Häuser 3 Leute rein. Haben wir erstmal Ruhe, glaube ich. Warte mal, jetzt kann ich eigentlich, will ich weiter handeln? Ich weiß es nicht. Weil ich könnte euch Bären sowieso Proviantpakete machen. Wie viel haben wir denn? 10. Jetzt haben wir erstmal Sturm hier aktiv. Ist das hier bald mal fertig? Da geht es nämlich schon mal eine Stufe runter. Da müssen wir gerade gucken, ob ich die Holzfäller auch noch wegmachen muss. Ja, sieht danach aus. Oder ich verbrenne was. Wie viel Holz haben wir? Allerdings sind die Füchse doch eher sehr unglücklich. So, und die Folge ist zu Ende, Leute. Ja gut, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder bei Against the Storm.